Herzlich willkommen, Leyla Imrez. Danke. Sie sind Co-Bürgermeisterin der Stadt Cizre. Das ist an der Grenze in der Türkei, an der Grenze mit Syrien. Und Sie haben heute vor dem Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarates gesprochen. Worüber haben Sie gesprochen? Wir haben natürlich besonders über die Kommunalregion in der Türkei, vor allem wegen Zwangsverwaltung und dieser ganze Druck über die gewählten Bürgermeister, Bürgermeisterinnen als Thema genommen. Weil zurzeit befindet sich immer noch in unseren Gemeinden, 94 Gemeinden von uns, unter Zwangsverwaltung. In Ankara, also vom Direktzentrale, wurden Treuhänder in unseren Gemeinden geschickt und sie verwalten jetzt nur noch die Stadt. Das sind wesentlich die kurdische Regionen. Kurdische Regionen, vor allem, wo wir dann auch sehr hohe Prozentstimmen also bekommen haben. Zum Beispiel, ich wurde 83,4 mit Stimmen wurde ich gewählt und ich wurde ohne einen Grund abgesetzt und sie haben eine Zwangsverwaltung, also Treuhänder, direkt an unseren Gemeinden geschickt und es wurde dann sozusagen bis heute noch wird es von dem verwaltet. Aber warum das, wenn Sie so gut unterstützt sind von der Bevölkerung? Warum haben Sie einen Treuhänder geschickt? Also wir haben natürlich eine schwierige Zeit in der Türkei erlebt, vor allem nach dem Friedensprozess-Dialog beendet worden ist von den AKP-Regierung, dann kam es auf unsere oppositionelle Partei, die Unterdrückung sehr stark auf den Völker, aber auch politisch kam es dann sehr stark, dass die uns erstmal eigentlich in deren Medien, nahe Medien, uns über uns sozusagen Antipropaganda gemacht haben, uns in der Türkei als Partei so hingestellt haben, als ob wir total kriminalisiert und illegalisiert sozusagen. Vor allem haben sie auch mit den Behauptungen Vorwürfe, dass wir an sozusagen an bestimmten terroristennahen Organisationen stehen würden. Eigentlich wurden wir sozusagen als wir wurden bestraft dafür, weil Friedensprozess-Dialog beendet worden ist und die AKP-Regierung mit einer Kriegspolitik angefangen hat. Und da wurden wir als demokratische Partei der Völker, wurden wir dann dafür bestraft, weil wir immer noch mit dem Friedensdialog, mit Frieden, Demokratie, das Problem in der Türkei lösen wollen. Also Sie sind überhaupt kein Terrorist? Absolut nicht. Und Ihre Partei, das ist eine kurdische Partei? Also wir sind eine Türkei-Partei. Also wir vertreten heute nicht in der Türkei nur die kurdische Volk, sondern vertreten eigentlich die gesamte Volk der Türkei. Alle demokratischen, alle Minderheiten. Weil unsere Partei gibt es Vertretung von jedem Volk, von jedem Kultur und Religionen. Aus dem Grund ist es eigentlich eine Partei, wo auch in der Türkei im Parlament dritte größte Partei ist. Deshalb, weil wir unserem Parteiprogramm, Konzept eigentlich eher für Demokratisierung der Türkei. Und nicht für Unabhängigkeit zum Beispiel? Nein. Die Unabhängigkeit war in unserem Wahlprogramm oder in unserem Parteiprogramm nie als Vorschrift, sondern immer einem dass man alle gemeinsam in Frieden, Gleichheit, vor allem eine freie Befreiung, ökologische, alle Minderheiten, wo sie sich inhalten, zusammen in der Türkei friedlich zusammenleben. Und dafür haben wir eigentlich unsere Politik in der Türkei gemacht und somit wurden wir die drittgrößte Partei in der Türkei. Also es scheint sonst ein Problem für die Behörden in der Türkei zu sein. Sie haben eine besondere Erfahrung heute vor dem Kongress gehabt. Können Sie mir ein bisschen darüber erzählen? Also ich habe es auch nochmal gemerkt bei diesem Vortrag. Die türkische Delegation haben nicht den Inhalt von meinem Beitrag kritisiert, weil sie sehen auch, dass es wirklich auch die Tatsache ist, was es ist, dass
auch geschehen von der türkischen Regierung, Politik, sondern die haben eher eigentlich mich noch, eher über mich und also eigentlich persönlich. Den Euro persönlich und Europarat direkt sozusagen ein Ziel genommen, indem die kritisiert haben, warum ich hier überhaupt sein darf, warum die mich überhaupt als sozusagen Referent oder als Vortrag überhaupt diese halten durfte. Das wurde eher kritisiert. Ich wurde direkt wieder dort als Terroristin bezeichnet. Ich hätte einen Bürgerkrieg, einen Krieg gegen die Türkei sozusagen geführt habe, als ob ich das alles gemacht habe. Das haben die da tatsächlich gesagt. Und das ist ja das Paradox. Ich habe als Person in der Türkei, in meinem Staat, alles dafür getan, um friedlich mit Dialogen und um Wohlbefinden des Volkes eigentlich immer mit der Stadt in Cizre immer mit Dialog, immer so das Problem zu lösen. Meine Mühe also war immer in diesem Bereich, aber die finden wahrscheinlich selber eigentlich witzig, was die da eigentlich. Also wenn ich gut verstanden habe, es hängt von dem Propaganda ab, dass die Regierung nicht so eifrig ihre Propaganda hören wird. Ist das also richtig? Also das passt denen einfach nicht, dass man die Situation oder die Lage in der Türkei hier in Europa trägt, weil diese antidemokratische Taten, Kriegspolitik, es geht ja eigentlich hier nicht nur um den gewählten Personen, sondern und es geht auch nicht nur um das kurdische Volk. Heute werden die gesamten Völker in der Türkei, die demokratisch sind, die für Menschenrechte sich sozusagen einsetzen oder die oppositionelle Stellung haben, wie zum Beispiel Journalisten, Akademiker, intellektuelle Menschen, Frauen, für die sind alle Terroristen, die dann nicht in der Meinung von der jetzigen Regierung, der AKP, vertritt. Und heute Morgen haben Sie von spezifischen Maßnahmen, die die Regierung, die AKP-Regierung, gegen die Bevölkerung in Cizre genommen hat. Können Sie mir ein bisschen mehr davon erzählen? Ja, ich bin tatsächlich auch die Zeugen von diesem Zeit, weil zwischen 2015 und 2016 wurde eine Ausgangssperre bei uns geführt und das hat 79 Tage gedauert. In diesen 79 Tagen hat es nonstop eine Ausgangssperre stattgefunden, das heißt, man durfte überhaupt nicht raus. Und die Stadt, sobald es mit der Ausgangssperre angefangen hat, direkt mit der Bombardierung angefangen auf der gesamten Stadt, vor allem auf die Häuser, auf viele Menschen. Da wurden 146 Menschen, die verletzt waren durch Scharapnellstücken, sie wurden in den Kellern, sie wollten raus, es wurde nicht zugelassen, die wurden am lebendigen Leib verbrannt. Das habe ich alles in Cizre erlebt. Und mit welchem Zweck? Die Menschen haben vorher, nachdem dieses sozusagen Friedensprozess eskaliert hat von der AKP-Regierung, haben die Menschen, die Völker in Cizre, in viele andere kurdische Städten auch, gab es eine Autonomie, die haben eine demokratische Autonomie ausgesagt, dass wir auch über unser Leben, über unserem Staat mitentscheiden wollen. Das heißt, das wurde für die AKP-Regierung ein Grund, wer sich gegen mich den Kopf hoch macht und den Knie nicht beugt, werde ich so bestrafen. So wurde dann vom kompletten, sozusagen die Stadt wurde von 10.000 Militär wurde belagert und damit hat es dann mit den Bombardierungen, mit den Ausgangssperren, mit dem Massaker, hat es direkt auch in unseren Städten angefangen. Und es scheint auch der Fall zu sein, dass sogar dieses System, das System von Co-Bürgermeister, Bürgermeisterin, das ist auch in Zweifel. Also als wir auch als Co-Bürgermeister zum Wahlgang sind 2014, wurde das ja von der Regierung nicht anerkannt. Das heißt, eine war offiziell Bürgermeisterin, in meinem Stadt war ich dann die offizielle Bürgermeisterin. Und die anderen waren Stadträten, aber wir haben in unserer Partei direkt Co-Bürgermeister-System schon mal genommen. Wir wollten das an die Regierung sozusagen anbringen, dass wir dieses System bei uns
als so ein System verwalten, weil wir die Frau überall in den Politik, in den Gemeinden, überall die Frauvertretung auch wichtig finden und auch eine sein muss, weil unsere Bevölkerung besteht aus Frauen und aus Männern. Und deshalb, wie heißt Ihre Partei? Das habe ich nicht gefragt. HDP, DBP. HDP ist die Partei im Parlament. DBP ist die Schwesterpartei, das ist im regionalen Bereich. Was bedeutet HDP? HDP ist also Partei für demokratische Völker. Und Sie wohnen jetzt in Deutschland. Sie haben Asyl in Deutschland beantragt. Es gibt einen Haftbefehl in der Türkei. Und können Sie überhaupt in die Türkei reisen oder ist das zu gefährlich für Ihnen? Also ich wollte eigentlich nie raus aus der Türkei, weil ich habe 17 Jahre, 21 Jahre in Deutschland gelebt. Das heißt, ich hatte schon so eine große Sehnsucht, dass ich auch wieder zurückgekehrt bin. Und wenn ich schon da bin, wollte ich was für mein Volk auch machen. In die Politik zu machen? In der Politik, indem ich für den Volk, Völker eine gute Leistung bringen kann, ein gutes Leben geben kann. Das war mein Ziel und mein Traum eigentlich für die Zukunft. Aber heute bin ich aus gezwungener Weise, leider bin ich hier in Deutschland, in Europa auf Exil. Das heißt, weil ich habe bis Ende 2016 habe ich eigentlich alles dafür getan, um dort zu bleiben. Ich bin immer wieder vor Gericht gegangen, immer wieder vor dem Richter. Aber nach dem kontrollierten Putschversuch hat man es ja auch sehr deutlich gesehen, dass die Gesetze, besser gesagt Gerichte, nicht mehr unabhängig waren, sondern weil dieses Vertrauen auch bei mir dann irgendwann mal nicht mehr da war, wollte ich mich nicht nochmal vor dem Richter stellen. Deshalb bin ich dann auf unoffiziellen Wegen aus Deutschland, nach Deutschland eingereist. Sie haben kontrollierte Putschversuch gesagt. Was meinen Sie dabei? Weil ich glaube nicht, dass dieses, ja, es war, es wurde früh erkannt, dass es eine Putsch geben würde. Und es wurde dann unter Kontrolle genommen und zugelassen, damit er heute unter diesem Ausnahmezustand seit 2 Jahren regiert die Regierung mit einem Ausnahmezustand. Das heißt, er macht und tut alles und ist für ihn sozusagen, gibt es keine gesetzlichen Hindernisse. Also haben Sie Hoffnung für die Zukunft? Ich glaube sehr stark daran, dass die Völker in der Türkei langfristig diese Politik, diese unterdrückte Politik nicht mehr, nicht so weiterhin annehmen würden. Aus dem Grund glaube ich, dass die demokratischen Völker alles zusammen gegen diese faschistische, sozusagen autoritäre Politik die Stimme hoch also geben wird. Deshalb glaube ich schon, dass es langfristig so nicht gehen würde mit der Regierung, mit so einem Politik, Kriegspolitik und so. Alle Demokraten, alle Oppositionelle, alle andere Meinung erstmal auf Seite gelegt wird. Heute redet ihr nur noch von einem Volk, von einem Fahne, eine Sprache, eine Identität, eine Kultur. Alles andere wird nicht akzeptiert gerade in der Türkei. Und das ist gerade, das stört alle Völker. Ja, es ist, kommt zurzeit so viel Stimme nicht hoch, weil es immer noch, die Türkei befindet sich immer noch unter einem Ausnahmezustand und die Menschen haben Angst. Weil man wird ohne Grund heute festgenommen in der Türkei. Heute sitzen immer noch mehr als 10 Abgeordnete von uns, von CHP auch ein Abgeordneter, über tausende Akademiker, Journalisten und demokratische Menschen, die dann nur wegen ihrer Meinungen heute inhaftiert sind. Lele Imret, ich bedanke mich für das Gespräch heute. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich.